Manuel, noch Platz 7 bei der WM, heute beim Weltcuprennen, nach dem Training mit Platz 3, voll zufrieden? Ja, aufsteigende Tendenz, darf ich wieder sagen. Gestern haben wir einen Problemanalysentag gehabt, haben wir einen Zettel und einen Stift genommen, haben wir mal alles aufgeschrieben, sind auf 61 Punkte gekommen, da haben wir jeden Punkt analysiert und dennoch hat es eine Kleinigkeit herausgemacht, dass ich wieder da vorne mitfahren kann. Aber ein dritter Platz ist einmal ein guter Anfang, aber nicht da, wo ich hin will. Was wird sich jetzt bis morgen noch ändern? Das wird sich ausschauen. Nehmen wir nochmal einen Stift und einen Zettel her und wir müssen weiter da. Man sieht halt schon, das Speedy-Fahren hat seine Tücken und teilweise kommt man ins Ziel und weiß überhaupt nicht, an was das gelegen ist. Aber wie gesagt, immer weitermachen, nach vorn schauen und tüfteln. Also für morgen nochmal voller Angriff? Für morgen nochmal voller Angriff. Ich hoffe, dass es geht. Der Wetterbericht sollte nicht so gut sein, aber schauen wir mal. Man braucht natürlich auch ein bisschen Glück, wenn man um die Kugel mitfährt.